Sind wir dabei? Jetzt haben wir die Kohle. Was mache ich immer mit meinem Geld? Wir haben ja die Abgeschiedenheit der diskreten Schweiz. An sich, aber ich gönne mir halt den Luxus und hat dann halt doch 3, 4, 5. So Leute, wir würden gerne mehr zeigen, aber wenn ihr die Zahlen seht, dann haben wir vielleicht ein Problem. Ich habe ja gerade eine neue Uhr bekommen, zwar nicht so schön golden glänzend wie deine, aber dafür kann ich damit tiefer tauchen, das ist auch ganz wichtig. Eine der geilsten Sprüche, sagt ein Kollege zum anderen, du, ich sehe dich ja gar nicht mehr im Club. Dann sagt der eine zum anderen, du, ich sehe dich ja gar nicht mehr bei der Bank. Und genau da gehen wir jetzt hin. Wir holen ein bisschen Kohle ab, denn wir machen einen Roadtrip und kaufen eine Bar Bitties. Bitte ein Bit. Also Leute, jetzt sind wir dabei. Jetzt haben wir die Kohle. Was mache ich immer mit meinem Geld? Ganz kurzes Investment-Thema, was ich da jetzt anschneiden werde. Und zwar, es wird auch ein bisschen holprig, ein bisschen ruppig hier von der Kameraführung in dem harten Fahrwerk drin. Also, ich gehe mal her und ich hole relativ viel Bargeld, einfach Überschüsse oder auch um Rechnungen bar zu zahlen. Ich zahle extrem gern Rechnungen bar und investiere natürlich mein Geld. Ich investiere ungefähr 50% von all meinem Geld erstmal in mich selber rein. Das heißt also mein eigenes Business, Mitarbeiter, Arbeitsgeräte, Fortbildungen, Kurse, Seminare, Software, alles Mögliche. Die Steuern, die funktionieren folgendermaßen. Du als Unternehmer, als Selbstständiger, aber natürlich auch als Privatperson, du kannst auch Fortbildung als Privatperson versteuern, ganz wichtig. Du wirst eigentlich vom Staat incentiviert, dass du investierst. Weil wenn du es nicht investierst, dann wirst du bestraft mit einer Steuer im Endeffekt. Okay? Deswegen investiere ich also das Geld. Wie schaut es mit der zweiten Hälfte aus? Einen gewissen Teil spare ich, so 10-20% auch in bar. Aber ihr müsst verstehen, Bargeld kann ja unendlich vermehrt werden. Das heißt, der Wert von Bargeld sinkt jedes Jahr. Und was mache ich deswegen auch noch? Von der zweiten Hälfte tue ich so 10-20% in Edelmetalle investieren, also wirklich in Gold und in Silber, was ich wirklich da habe, okay? Dann gehe ich her und tue in Kryptowährungen, zum Beispiel wie in Bitcoin, so eher so 20-30% mittlerweile investieren. Aus dem Grund, weil Bitcoin kann nicht wie normales Geld vermehrt werden. Es gibt halt einfach nur circa plus minus 20 Millionen, weil auch circa fast 1 Million schon verloren gingen. Dann ist halt vorbei, es gibt halt einfach nicht mehr, okay? Und dann investiere ich natürlich auch noch in Immobilien. Ich tue auch circa so 10-20% von dem Geld, was übrig bleibt, auch spenden. Na? Aber natürlich spenden im Sinn von extrem sinnvolle Dinge, nicht einfach irgendwas. Seht ihr Leute, das ist ein AMG. Viertürer. Also das ist das Auto quasi als Coupé und Viertürer. Das haben wir mir aufgestellt. Das kriege ich in so 2 Monate kriege ich es. Ich habe es mal als 63S bestellt mit 600 PS. Fahren wir weiter, komm. Hey Leute! Bergluft ist so geil, ihr liebt es heiß, ihr liebt es kalt, ihr habt sogar immer im Sitz, ihr habt immer Sitzkühlung und Sitzheizung immer gleichzeitig an. Ihr liebt es einfach. 10x, Baby! Ihr hört außerdem, Leute, ich mache es hier gerade für Telegram. Also wenn ihr nicht bei Telegram mit dabei seid, dann müsst ihr auch auf meinen Telegram-Kanal gehen. Jetzt sind wir in der Schweiz, okay? Und was macht man in der Schweiz? Natürlich in Migros gehen. Ihr gehört, wenn ihr es nicht gewusst habt, gehört Elements, die Fitnessstudio-Kette, zu Migros. Wir haben auch hier Leute, die haben so Proteinshakes, leider nicht vegan. Aber ich muss zugeben, gell? Ich hätte gedacht, dass die Schweiz viel teurer wäre. Also die Sachen hier sind gar nicht so teuer. Wir haben eine ziemlich große Auswahl. Und ich werde dann mal am Schluss zusammenfassend sagen, was die mehr haben, was die weniger haben, wie die preislich sind hier. Aber
Klar, es ist ein bisschen durcheinander hier alles, aber die haben schon auch coole, innovative Produkte und die haben auch sehr viele auch so handgemachte Produkte, aber auch natürlich das ganze Standard Nutella und Restaurante, Fertigpizza und so. Ist schon sehr interessant. Jetzt testen wir mal die Produkte, Leute. Die haben hier Kaffee mit Mandelmilch, Leute. Kaffee mit Mandelmilch, richtig geil. Proteinriegel haben sie am Start. Also grob schon mal tausendmal besser wie der räudige Migros. Coffee Almond Drink, Leute, von Coop. Guck mal, wie es schmeckt. Low Fat, Mandelmilch, Kaffee. Coop. Schmeckt echt geil. Kaffee, Mandelpaste, klar Zucker. So, also. Aus, da komme ich nicht rein, Leute. Müssen wir Trick anwenden, und zwar im Schlüssel müssen wir jetzt hier aufmachen und reinsteigen, weil da, Leute, no chance. Wie soll das gehen, ha? Steigen hier auf. Boah. Boah. Perfekt. Die ist so dickflüssig, ich glaube, die gibt einen guten Shake. Das werden wir aufheben für meinen Shake, den ich mache mit dem All-in-One-Protein von Juicery. Hat auch viel weniger Kalorien wie die meisten anderen pflanzlichen Milchsorten, also echt geil. War ja klar, Leute, jetzt muss man gerade bei der Polizei das ganze Geld deklarieren. Wisst ihr, was krass ist? Wir hätten eigentlich hier gar nicht durchfahren müssen, ja? No, I think we have to go there. I think we really have to go there. Thank you. Bye-bye, ciao. Also, das Krasse ist, Leute, wir hätten die ganze Kontrolle eigentlich gar nicht machen müssen, ja? Weil wir ja schon wirklich alles gemacht haben. Es war jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht notwendig, ja. Ich hatte zu viel Bargeld dabei. Du bist du, oder? Willst du deine Videos machen, was es ja, hier kein vom Boot wirst, oder? Ich hab zu viel Geld dabei gehabt. Ich hab mich erstmal hochgenommen, hey. Hier habe ich meinen Beleg, dass ich wieder. Und wir hätten da ja gar nicht hinfahren müssen, oder? Wo? Ja, wir hätten ja gar nicht da nach Italien fahren müssen, nee, oder doch? Nee. Wir sind falsch gefahren, dann wurde man ohne angehalten. Google.com. Ja, also beim Christoph ist es so, normales. Na, nicht nur hier, ne? Ja. Ein bisschen hier, ne? Normales Joggen ist einfach nicht mehr effektiv. Boah, das ist ja voll aufgepumpt. Also vor zwei Monaten, wo ich dich getroffen habe, da war ja noch so. Ja, gell? Ja, Wahnsinn. Schon geil. Schau, und er braucht hier eine Zeit. Nächste Zeit mal kurz her da. Schau. Er braucht zum Joggen gehen einen Zeitmesser. Ja. Und aus dem Grund braucht er unbedingt die AP beim Joggen dabei. Logisch. Das ist essentiell, ansonsten ist es Training ohne Wirkung. Nein, wir vermissen ohne Wirkung. Einfach was, weißt du? Ha? Man vermisst was, es fehlt einem. Boah, hey. Ja, und jetzt. Du musst dann erzählen, Bock, Franzi, war das schon bei mir? I've been feeling emotional, thinking about you, babe. What can we focus on? What we should do? Tell me the truth, 'cause I don't wanna see you with somebody else. And I've been feeling lonely in this king size bed. Hey, wie geil ist denn das hier eigentlich? Schaut da mal raus. Aber die waren Gott sei Dank easy drauf. Also wir haben Italiener oder Schweizer? Italiener. Das sind ja meine Freunde, hat er gesagt, sitz mal, weißt du, der Mann mit die Bugatti. Ja. Aber wenn sie salutieren, dann haben sie gesagt, weiter. Ja, also das war aber, die haben ja keinen so großen Stress, das war easy. Okay, du bist praktisch bloß bis zur Grenze gefahren. Ja, wir sind nur bis zur Grenze gefahren. Damit du hast das für die Show gemacht, gibst du, nein, oder? Nein, wir waren wirklich eine Stunde dann erst an der Grenze. Erst daneben hat Film, wie die Scheine gezählt wurden. Ja.
Ihr glaubt doch wohl nicht, Leute, dass ich trotz meiner Arbeit nicht den geilsten Lifestyle habe, oder? Ja. Dann fährt man in die Abgeschiedenheit der diskreten Schweiz, um mal offline zu sein. Und dann kommst du und musst auf seine Worte aufpassen. Prost! Prost! Es ist voll wichtig, dass man wirklich so nach vorne geht, hey. Ja. Brutal. Jungs, Salute. Cheers, 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 cheers. Auf cheers. Uns, weil wir die coolsten der Welt sind, oder? Ja, auf Lago. Lago Maggiore. Lago Maggiore. Sitzmann World, go luxury. Sitzmann Lifestyle. So schaut's aus. Was sicherlich auch gut klickt, ist, wenn du einfach mit dem Bugatti so gegen die Wand fährst. Nicht wahr? Ja. Schaut euch mal den Hintergrund an, ha? Wahnsinnig geil. Wir haben jetzt schon on konsumiert, die sind alle komplett drauf auf on. Und jetzt gehen wir 2 Stunden den Berg hoch rennen. Vielleicht werde ich die Jungs noch mitschleifen müssen, extra Training. Vielleicht nehme ich sie in den Huckepack nach der dreiviertel Strecke. Ich schau mal, ja. Wir sind hier auf 1450 und wir gehen hoch auf den Monte Gambaronio bis zum Gipfelkreuz 1850. Also wir haben 1400 Höhenmeter. Es sind rund nur 9,5 Kilometer Distance. Es ist sausteil. Los geht er, der Peter. Ganz wichtig, immer das ganze Team mitnehmen. Wir lassen niemanden zurück, das ist unser Motto. Oh, fuck! Gott seid ihr cool, aber da wo ihr hin wollt, bin ich schon. Welcome zum ersten Drittel. Klasse Leistung. Und ich sag dir eines, ich schätze das unwahrscheinlich, weil in deiner Königsdisziplin würde ich so blöd ausschauen. Du bist richtig gut. Alex, Gratulation. Komm, geh mal hoch, trink mal was. Beim nächsten Mal wiegen wir die 2 Jungs ab. Dann bekommen sie die Differenz von meinem Gewicht als Rucksack da drauf. Ja, okay, kriegen wir noch einen Muskel dazu. Schau mal die Beine an, ja. Da steckt ja auch hier Protein und Kohlenhydrate drin, ja. Okay, mach mal Beinvergleich hier, schön. Also okay, was bei die mir haben bessere Waden, die haben bessere Waden. Sind die Samenstränge, das muss man einfach so sagen. Ja. Samenstränge. Yo! Erstes Drittel. Hier Monte Gambaronio. Der Wegweiser sagt es noch 2 Stunden 35. Wir schaffen es in 1 Stunde 20. Okay, wir haben jetzt 47 Minuten hier. Ja, wer weiß es. Agua. Ah! I do or die. I'm alive. Do or die. I'm alive.
Boah. Leute, so geil. Man muss immer Dinge machen, wo man gewinnt oder sich verbessert, selbst wenn man verliert. Leute, wir sind jetzt fast ganz oben, okay? Wir sind jetzt ungefähr von ganz unten 3 Stunden hier hochgelaufen, den steinigen Weg. Und ich muss euch eine Sache sagen, wenn ihr erfolgreich werden wollt, es ist viel einfacher, als ihr glaubt, weil die meisten Menschen sind solche, die sind so weich. Stellt euch nicht in die Opferrolle, verdient euer Startkapital, euer Wachtrechtsjob. Verdient das Geld, seid bereit, den steinigeren Weg zu gehen. Entwickelt Kompetenzen für eine Dienstleistung. Anstatt nur rumzuheulen, was ihr für Probleme habt, geht her und löst die Probleme anderer Menschen. Und dann wird ein geiles Leben ein Nebeneffekt sein. Willkommen zu Saint-Tropez. Hey. Wie lange seid ihr schon hier? Ach, so eine halbe Stunde. Nein. Nicht ganz. Wie lange sind wir schon hier? Ich bin seit 25 Minuten hier. Okay, dann ist es seit 10. Ich bin seit einer Dreiviertelstunde hier. Ich habe mich nur hinter dem Schild versteckt. Und eine ganz wichtige Sache, Leute. Macht bei Dingen mit, wo ihr gewinnt, obwohl ihr verliert. Weil ich habe zwar nach oben verloren, aber trotzdem habe ich für mich persönlich gewonnen. Und habe mich verbessert und habe was für mich erreicht, habe was für mich geschafft. Das heißt, es geht nicht darum, nur dabei zu sein. Es geht aber auch nicht nur immer darum, nur zu gewinnen, sondern es geht darum, für sich zu gewinnen und für sich sich zu verbessern. Und darum geht's. Das heißt, macht einfach mit, auch wenn es mal hart ist, auch wenn man nicht gewinnt, aber trotzdem, man kommt nach vorne. Dann eure Grenzen. Das ist ganz wichtig, ab und zu mal die Grenzen auszutesten, nicht immer. Mal die Grenze austesten, dann wieder zurückgehen auf ein sicheres Level, dort trainieren und dann wieder mal an die Grenze und dann einfach neue Welten erreichen, neue Gipfel erreichen. Schaut euch das an, das ist doch mega geil hier oben. Das ist absolut Hammer. So Leute, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu krass schon ist für YouTube, aber ich nehme ja auch nicht alle Tage ein Bad, aber wenn ich halt ein Bad nehme, oder? Dann nehme ich es natürlich so. Boah, ist das geil, Mann. Es ist so kalt. Oh. Gemüsesuppe, Leute, so geil. Gemüsesuppe. Dann kommt noch Spaghetti. Also wir haben einfach mal die ganze Karte einfach mal rauf und runter bestellt. Dass wir einfach genug zu essen haben. Es war so geil, aber auch so anstrengend. Da oben ist das Gipfelkreuz. Da waren wir von ganz da unten, wo der See ist. Ja gut, also wir sind jetzt hier, Leute. Wir sind hier, das kann man nicht leugnen. Keine Ahnung, wo das ist, ja. Irgendwo in den Schweizer Berge. Lavatezzo heißt das, glaube ich. Lavatezzo. In Verzaskatal an der Römerbrücke. Wir sind hier sportlich hochgefahren, deswegen müssen wir auch das Ganze jetzt hier sportlich fortführen. Sportlich abtreten. Nein, ja. Abtreten auf gar keinen Fall. Das ist in dem Moment,
Der falsche Ausdruck, das falsche Wording. Genau. Und jetzt schauen wir mal hier runter. Und jetzt werden wir hier gleich runter jumpen. Und, aber auf welcher Seite jumpen am besten? Hier. Da, oder? Ja. Und da jumpen entweder, am besten. Entweder kommst du dort raus oder wir müssen nicht da vorschwimmen, wo das Wasser reinläuft. Ne? Ja. Also es ist auch ein bisschen kalt, ne? Ist klar. Bisschen kalt wahrscheinlich, ja. So kalt. Es ist wahrscheinlich so kalt, ja. Wie gestern auch schon einiges sehr kalt war. Aber wir sind auch coole Typen, oder? Sind cool und wir sind keine Warmdusche, ja. Du hast extra die Yachtmeister, die macht ja, die mit, natürlich. Oder? Ja, klar, eine Yachtmaster. Yachtmaster macht das. Never jump without your golden Yachtmaster too. Genau, that's ja. That's my motto. Genau, nie ohne eine goldene Rolli springen. Ich habe leider springen keine. Springen kann ja jeder, aber mit Stil, ne? Ja, ja, genau. 1, 2, 3. Ja! Ja! Das Wichtigste, die Uhr ist noch dran. Schaffst du, oder? War saugeil. War es kalt? War echt ja, kalt. Geht richtig so. Kalt. So geil, Leute. Freiheit. Darum geht's. Freiheit. Wow. Und vor allem auch zum Beispiel das Thema Fitness, Leute. Fitness ist ja körperliche Freiheit. Ich mache meinen Körper frei von Schwäche, frei von Krankheit. Frei von all diesen Dingen, okay? Ich schütte Hormone aus. Dieses Freiheitsgefühl. Genau das gleiche ist auch mit Geld, Leute. Geld macht dich einfach nur frei. Früher wurden Kriege geführt, um frei zu werden. Für Freiheit, Freiheitskämpfe, Freiheitskriege. Doch nicht, dass man sich jetzt als moderner Sklave irgendwie halten lassen kann. White collar never fit clean on me. Only thing nice is the chains on me. Playing dirty, trying to switch on me. Only thing pretty is the bitch on me. Work your wrist, ayy. Big bait, big fish, ayy. Fish scale, typical rapper shit. I've been out here wildin'. Angel on my shoulder, say I'm bout it. Devil on the other, talk the loudest. I just want the balance, still haven't found it, huh? Okay, Luxus ist ein großes Thema. Momentan sind, okay Karl, du bist der Anlageberater, sind die Zinsen günstig. Ja, klar. Und viele Leute investieren in Sachwerte oder gönnen sich einfach was, weil sie sagen, mein Gott, wenn ich das Geld auf die Bank lege, kriege ich nichts dafür. Oder im Gegenteil kriege ich noch Negativzinsen. Und ja, ist auch für mich ein Grund, wo man sagt, naja, eine Uhr reicht an sich, aber ich gönne mir halt den Luxus und hat dann halt doch 3, 4, 5. Und man sagt, das ist A, ein schönes Schmuckstück, B, eine Meisterleistung an Handwerkskunst und C, eben auch was, wo man wenig kaputt machen kann, momentan zumindest. Es ist extrem wichtig, dass man auch wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Das heißt also, wenn es keine Zinsen gibt auf der Bank, 0% Zinsen, dann kaufen die Leute eher Sachwerte und Sachwerte gehen nach oben. Gäbe es jetzt beispielsweise sehr viele Zinsen auf der Bank, sagen wir mal, es gäbe jetzt 8% Zinsen, okay, dann würde so eine Rolex-Uhr im Preis nicht steigen, weil die steigt jetzt vielleicht im Jahr um 3, 4, 5%. Also würden die Leute sagen, hey, dann lege ich lieber das Geld auf die Bank. So Leute, wir würden gerne mehr zeigen, aber wenn ihr die Zahlen seht, dann haben wir vielleicht ein Problem. Die schwarze American Express, Leute, die kommt nach der Platin. Also, wenn man mit der Platin-Karte gut Gas gibt, dann kann man sich die Karte hier holen. Also Christoph, jetzt habe ich folgende Frage und zwar, was hat es mit dieser schwarzen American Express-Karte auf sich? Was für Vorteile bringt die mit sich? Denn man liest ja im Internet so häufig irgendwelche Meinungen oder irgendwelche Aussagen von Leuten, die gar keine haben. Jetzt haben wir mal jemanden da, der hat eine. Das heißt, erklär uns mal bitte, wie bekommt man die und was soll die einem für Vorteile bringen? Okay, man bekommt sie auf verschlungenen Wegen. Verschlungenen Wege, ja. Mit guten Beziehungen und ein bisschen Background. Mhm. Und Freakhaftigkeit vielleicht. Mhm. Ich habe auch vorher viel drüber gelesen. Sie ist ja nicht gerade günstig, ja. Das kleine Stückchen hier. Ja. Und ja, es stand viel über den Concierge-Service drin, aber ich hatte ja vorher eine Black Visa. Ja. Die haben auch einen Concierge-Service, ja. Aber das kannst du alles selber machen. Also wenn du bei jemandem Blumen bestellst oder so, wenn du selber bei Google gehst, Blumenladen, wo ist der Nächste, anrufst, bist du schneller, bist du effektiver. Ja.
Ich bin jetzt hier mal gespannt, wie es ist. Ich habe ein paar Anfragen gestellt. Man hat eine persönliche Betreuerin oder einen persönlichen Betreuer. Das ist schon richtig cool. Wie effektiv das ist, weiß ich auch noch nicht. Ich will es rausfinden. Ja. Aber es ist einfach, es ist ein Schmuckstück. Ja. So wie Frauen sich Schuhe kaufen oder ein schönes Kleid. So haben wir halt dann eine tolle Uhr. Ja. Oder halt so ein Stück Titan. Ja. Und wie bekommt man die schwarze Visa-Karte? Ähnlich oder ist es dann ich denke auch ein gewisser Background. Okay, ja. Ich habe es in der Firma ja sehr viel eingesetzt, ja. Und habe sie einfach auch gebraucht. Ja, dann hatte ich sie. Okay. Aber die waren vom Service her einfach ganz schlecht. Ich habe sie, die haben sie mir nachts mal gesperrt. Ich kriege eine SMS. Okay, ruf zurück, sag, wieso meine Karte gesperrt? Ich bin nirgendwo, habe es nicht eingesetzt. Ja, Datenmissbrauch in San Francisco. Okay, gut, können Sie es wieder entspannen, weil ich habe meine Karte bei mir. Nein, wir müssen die jetzt spannen, weil Ihre Daten sind jetzt irgendwo im Darknet. Okay. Okay, sage ich, gut, ich will morgen nach Mailand fahren, einkaufen. Wie mache ich es? Kann ich mir in Mailand bei der Unicredit irgendwo eine abholen oder so? Nein, die wird Ihnen geschickt. Und Sie sind in der Schweiz, in Italien. Eine Woche dauert, sage ich, wie, ich will morgen einkaufen gehen. Ich habe nicht viel Bargeld mitgenommen, weil ich habe geile Karten. Ja. Hat eine Woche gedauert. Zum Glück kam die inzwischen und ich konnte einkaufen. Ja. Aber da ist einfach der Service, fand ich, für eine Black Visa, die ja auch nicht gerade günstig ist, ja, die ja auch was ganz Besonderes sein soll, die dürfen ja nur der Banker dir persönlich übergeben und so weiter, war es einfach Mauer-Service in dem Fall. Ich habe noch keine Amex verloren, sie wurde mir noch nicht gesperrt, die Platinum. Ja. Schauen wir, wie da der Service ist. Aber das ist es ja, die Aura der schwarzen Amex ist es einfach, dass der Service weltweit perfekt sein soll. Also, dann werden wir da in so vielleicht 1, 2, 3 Monate mal nachhaken, nachfassen und dann mal schauen, wie ist der Vergleich zwischen schwarzer Visa und schwarzer Amex. Du kannst in 2 Wochen schon nachfassen, weil wir gehen auf die Go Luxury Tour. Genau. Und da wird sie glühen. Und Titan ist ja ein Metall, weißt du, Plastik wird ja, wenn es heiß wird, wenn sie glüht, läuft sie davon. Genau. Warum ist die aus Titan? Weißt du, die kann mehr glühen, ne? Die hält mehr aus, ja? Die hält mehr aus. Ja. Also, muss das sein. Also bleib dran. Man bekommt diese Gefühle durch körperliche Aktivität einfach nochmal auf ein ganz anderes Level. Wenn man nur dran hockt, ja, oder nur irgendwas einschmeißt. Perfekt. Das ist einfach kein so super Feeling. Wenn man einfach körperlich was macht und vor allem so viele Leute haben gar kein Körpergefühl. Acqua senza gas? Si, per piccolo. Piccolo. Grazie. Yep. Und es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man seinen eigenen Körper spürt und das einfach fühlt. Ich finde es richtig, richtig geil und es überträgt sich positiv auf alle Lebensbereiche. Voilà. Wie guter Sex. Ja. Anche un toast c'è ancora. Per lui. Ja. Nehme ich mal an. Ja. Problem ist mit dem Sex, wenn man da so viel Verschiedenes ausprobiert, kann man vielleicht in Probleme reinkommen. Ja? Wenn man beim Sport viel Verschiedenes ausprobiert, da kommt man eher weniger in Probleme rein. Ja? Okay, wir sprechen hier mit einem Mann mit Erfahrung. Merkt man gleich deutlich. Karl, ich finde, wir sollten uns noch mal feiern. Sollten wir, gell? Sollten wir, ja. Ich habe ja gerade eine neue Uhr bekommen, zwar nicht so schön golden glänzend wie deine, aber dafür kann ich damit tiefer tauchen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich muss vielleicht irgendwann mal untertauchen, wer weiß. Und dann kann ich ganz tief tauchen. Ja. Und wieder auftauchen. So ist es ja. Prost. Leute, wie geht's euch? Wer hier tanken will, der muss zuerst hier tanken. Das ist ultimativ wichtig. Ich gehe kurz rein und ich bezahle. Ich bezahle hier jetzt nicht mit Liebe. Ich bezahle nicht mit Gutmütigkeit. Ich bezahle nicht mit Chakra, mit Chi oder irgendwas, sondern ich bezahle mit Geld. Ich bezahle mit Geld. Und heute sprechen wir über ein Thema, worüber die Eltern, die Lehrer und die Gesellschaft viel mehr sprechen sollte. Deswegen werde ich das Ganze jetzt übernehmen, denn ich zahle jetzt mit Geld. Und wer kein Geld hat, der hat ein Problem. Also, wir beginnen die Konversation gleich. Und ich möchte euch vorneweg sagen, warum die meisten Menschen, die Geld haben, gar nicht über das Geldthema sprechen. Und der Hauptgrund ist folgender. Man wird in Deutschland, wenn man über Geld spricht, entweder beneidet, man wird blöd angeschaut, man wird blöd angemacht. Das ist mal Punkt Nummer 1. Das heißt, die Leute haben einfach Angst, dass sie gesellschaftlich Kritik bekommen dafür, dass sie eben über das Thema Geld sprechen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist folgender. Kann ich euch auch sagen. Viele, die Geld haben, die
haben folgende Meinung. Die wollen gar nicht, dass andere Menschen wissen, wie man Geld verdient oder wie sie Geld verdient haben. Und zwar aus dem Grund, weil sie einfach gar keine Konkurrenz haben wollen. Und das andere ist, die meisten Menschen, die wirklich Geld haben, die glauben, es bringt gar nichts, den Leuten, die wenig oder kein Geld haben, Tipps zu geben. Ich muss da wirklich mit euch ehrlich sein. Schon so viele reiche Menschen, die ich getroffen habe, die haben gesagt, du, ich gebe deswegen keine Tipps, weil die Leute, die glauben es mir eh nicht oder die hören eh nicht zu oder die machen sowieso nicht. Das heißt also, die meisten reichen Leute, die eigentlich Tipps geben würden, machen es nicht, weil sie sagen, es setzt doch eh keiner um, es macht doch eh keiner. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass einige von euch die Themen und die Dinge auch wirklich umsetzen werden. Und ich habe deswegen die Hoffnung, weil ich schon hunderte Menschen hatte, sogar schon ein paar tausend Menschen hatte, die mir geschrieben haben, nachdem sie meine Online-Kurse gemacht haben, nachdem sie auf Seminaren von mir waren und nachdem sie meine Videos gesehen hatten, du Karl, ich habe jetzt mein eigenes Unternehmen gestartet, meine Selbstständigkeit, mein Business, ich habe deine Dinge angewandt und ich bin im Job aufgestiegen, die Karriereleiter hochgeklettert. Und weil ich einfach diesen Beweis habe, dieses echte Feedback habe von echten Menschen, genau deswegen weiß ich, dass die Dinge bringen und dass auch viele Menschen das Ganze umsetzen. Und genau aus dem Grund mache ich auch immer Online-Kurse, kostenlose Videos oder auch Events, wie jetzt beispielsweise die nächsten 20 Jahre werden ungefähr 50% der Jobs, die es jetzt aktuell gibt, nicht mehr existieren. Weil entweder eine Software dafür entwickelt wurde, eine Maschine den Job übernimmt, der Job ins Ausland verlagert wird, wegrationalisiert wird oder ähnliches. Das heißt also, du musst wissen, was ist denn in den nächsten 20 Jahren das Business der Zukunft und welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften, welchen Mindset musst du entwickeln und in welches Umfeld musst du kommen, um in Zukunft auch finanziell frei zu sein. Denn für mich ist finanzielle Freiheit mit die Basis überhaupt, um in allen anderen Lebensbereichen glücklich zu sein. Und ich glaube, das aus folgendem Grund, und zwar, meine Eltern haben sich früher wegen Geld so dermaßen gestritten, dass sie sich fast mal geschieden hätten. Und einige Elternpaare von meinen Kollegen, die haben sich wegen Geld geschieden. Die haben sich geschieden wegen Geld. Und es gibt viele Statistiken, die zeigen, dass bis ungefähr 8.000 Euro Einkommen pro Monat das Stresslevel proportional zum Einkommen eher sinkt und die Glücksgefühle im Körper eher steigen mit dem Einkommen. Das kommt jetzt nicht von mir, diese Aussage, sondern es ist eine Statistik. Okay? Und jetzt kommen wir endlich zum Thema Geld. Ich finde es abartig, wenn jemand kein Geld hat. Ich habe vorhin schon ein Interview gemacht mit meiner Mutter und da haben wir auch über das Thema gesprochen, wenn ich angefangen habe mit Geld verdienen, das war mit 10 Jahren. Ich habe mit 10 Jahren begonnen, Zeitung auszutragen, beim Nachbarn Rasen zu mähen, mit den Hunden von anderen Leuten Gassi zu gehen, alles Mögliche, um Geld zu verdienen. Ich habe zu Hause geholfen oder einfach bei Nachbarn irgendwo geholfen und dann Geld verdient. Dann habe ich CDs gebrannt, die CDs verkauft. Pokémon-Karten eingekauft, verkauft. Yu-Gi-Oh!-Karten eingekauft, verkauft. Immer irgendwelche Nebenjobs gemacht. Von Straßenbau über Fabrik in der ZF, über Nachhilfelehrer, seitdem ich 15 war, später Personal Trainer und. Egal, wie alt du bist, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, also auch alles unter 18. Ich habe sogar ein Video gemacht, das heißt, die besten 10 Einnahmequellen und die besten 10 Nebenjobs unter 18. Und wer es nicht schafft, unter 18 mal 5 bis 10 Stunden pro Woche nebenher zu arbeiten und Geld zu verdienen auf der anderen Seite, der hat für mich entweder A, total verblödete Eltern, und es ist ein richtiges Problem von den Eltern und die versauen die Erziehung ihrer Kinder und die versauen ihre Kinder. Also wenn ihr jetzt als Eltern zuhört, Kinder müssen unbedingt spätestens meines Erachtens nach ab dem 13., 14. Lebensjahr arbeiten, die müssen Geld verdienen, die müssen den Wert des Geldes erkennen und die müssen lernen, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld spart. Es ist ultimativ wichtig, also die sollten mindestens pro Woche 5 bis 10 Stunden arbeiten und Geld verdienen. Ob das am Wochenende ist, ob das nach der Schule ist, völlig egal, okay? Das ist mal Punkt 1. Dann Punkt 2. Man muss doch lernen, dass man nicht das ganze Geld nur verblödet und ausgibt.
anstatt in der Mittagspause irgendwo in den Dönerladen zu gehen oder zum Asia-Imbiss, sich da was zu kaufen, nimmt man einfach von zu Hause was mit. Anstatt irgendwelche teuren Adidas oder Nike 180-Euro-Schuhe, kaufe ich mir halt mal Secondhand-Schuhe oder kaufe mir halt mal günstige Schuhe im Angebot von der letzten Saison für 30, 40, 50 Euro. Und anstatt 10 verschiedene Paar Schuhe, ja, habe ich halt einfach mal nur 2 verschiedene oder 3 oder 4 verschiedene Paar Schuhe. Also ich hatte, ganz ehrlich, immer ganz billige Schuhe und ich hatte die immer 2, 3, 4 Jahre lang und ich hatte nie mehr wie 2 Sportschuhe und 2 normale Schuhe gleichzeitig. Ich hatte 3 Jeanshosen, 5, 6 T-Shirts und das war es halt einfach, that's it. War ich deswegen weniger cool? Nein. War ich, weil ich früher keine goldene Rolex hatte? Nicht cool? Nee. Jetzt kann ich mir halt leisten, jetzt kaufe ich es mir halt, okay? Ich hatte früher kein Auto. Ich hatte mein erstes Auto mit 23, ein M6. War ich davor ohne Auto, nicht cool? Na klar war ich trotzdem cool ohne Auto. Ich habe auch keinen Roller gebraucht, Leute. Ich habe keine Roller gehabt, bin überall mit dem Fahrrad hingefahren. Ich war als Nachhilfelehrer, bin ich 32 Kilometer von Stuttgart nach Schorndorf mit dem Fahrrad gefahren, als Nachhilfelehrer, bin mal S-Bahn gefahren, U-Bahn gefahren, per Anhalter gefahren. Ich habe keinen Roller gebraucht, keine teuren Klamotten gebraucht, ich habe alles mein Geld gespart, ich habe sehr viel Geld verdient. Und da muss ich mich wirklich fragen, ich bin entweder zu dumm oder zu faul, Geld zu verdienen, oder sind die Eltern zu dumm, oder was ist da los? Und es ist auch für mich, meine Mutter hat es vorhin im Interview ganz gut gesagt, es ist auch eine Charakterfrage. Es bildet deinen Charakter, wenn du dein eigenes Geld verdienst, lernst du sparen, mit Geld umzugehen und wenn du dann auch dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbaust, hey, ich habe mein eigenes Geld. Ich muss nicht immer Papi, Mami fragen Geld, ich habe meine eigene Kohle. Und es ist für mich eine Frechheit, eine mentale Schwäche und ein charakterlicher Schwachpunkt, wenn man kein Geld hat und kein Geld verdient. Ja, es gibt vielleicht diese 2% Ausnahmefälle, die hatten irgendwelche blöden Situationen, wo sie Geld verloren haben und sie wissen jetzt nicht, wie man irgendwie Geld verdient oder sie können nicht, weil sie irgendwie ihre Oma pflegen müssen. Oder, also es gibt vielleicht 2% der Ausnahmefälle und glaub mir, du bist keiner davon. Wenn du jetzt denkst, ja, das bin genau ich mit der Ausnahme, oh, nein, du bist es eben ganz sicherlich nicht. Wenn du YouTube hast, ja, wenn du YouTube hast, wenn du Internet hast, wenn du einen Laptop hast, ein iPhone hast oder ein anderes teures Smartphone hast, wenn du Dach über dem Kopf hast, dann gehörst du nicht zu den Leuten, die ich jetzt gerade meine. Das heißt also, meine Aufgabe für unter 18-Jährige, arbeite mindestens 5 bis 10 Stunden pro Woche, macht mindestens 5 bis 10 Drecksjobs, bis ihr 18 seid, verdient das Geld, spart das Geld und habt immer mehr Geld als alle anderen in eurem Umfeld und werdet einfach die Leute, die eigenverantwortlich und ihr eigenes Geld haben und sagt euren Eltern, weißt du was, ich brauche das Geld nicht. Ich zahle die Klassenfahrt selber. Ich zahle die Schuhe selber. Ich zahle es selber. Ich habe meine eigene Kohle. Und hab mal, wenn du 18 bist, 20, 30, 40, 50.000 Euro, um dein erstes Business zu starten, um deine erste Immobilie vielleicht anzuzahlen. Okay? Um dir Arbeitsgeräte zu kaufen, um dir einen Assistenten zu leisten. Mach das mal. Und jetzt für alle, die über 18 sind, jetzt wird's hart. Weil jetzt bin ich wirklich sehr wütend. An alle über 18 und an alle, die nur studieren, was verfickt, also Entschuldigung, das will ich nicht sagen, weil ich will, nicht weil ich es nicht sagen will, ja, ich sag die Wörter ganz gern, ja, aber ich will nicht, dass YouTube mein Video entmonetarisiert, okay, also deswegen beherrsche ich mich jetzt auch gerade, aber alle über 18, wenn du eine Ausbildung machst, zum Beispiel, mach noch einen Nebenjob, wenn du studierst, mach noch einen Nebenjob. Wenn du Ausgaben hast, verringere deine Ausgaben. Ich habe in einem Drecksloch gelebt. Studentenverbindung, 90 Euro das Zimmer, Drecksloch. Ich hatte keinen Stuhl im Zimmer, weil das Zimmer war so klein, dass mein Bett mein Stuhl für meinen Schreibtisch war. Das heißt, aus dem Bett raus konnte ich mich auf meine Bettkante setzen und dann meinen Schreibtisch hinstellen. Und dann war das mein Schreibtisch. Okay? Ich habe nur Reis gegessen oder Kartoffeln, Linsen, okay, als Proteinquelle oder Bohnen und das Gemüse und das Obst, was immer im Angebot war. Gab es Karotten im Angebot, war es Karottentag. Gab es Brokkoli, war halt Brokkolitag. Ich habe sogar den Strunk vom Brokkoli abgeschnitten, um Geld zu sparen. Das heißt,
Geld sparen lernen. Du brauchst, glaub mir, ob du ein Mann bist, um Mädels zu kriegen, du brauchst, sag dir, was du brauchst. Du brauchst einen geilen Body. Geh ins Training, das kostet dich fast kein Geld. Ernähr dich und du brauchst einen guten Body. Du musst interessant sein, okay? Du musst dich bilden. Lies Bücher. Werd intelligent, werd interessant. Dann sei zielstrebig und ehrgeizig. Sei busy, arbeit am Business. Okay? Dann hab coole Freunde. Das macht dich interessant für Frauen und wertvoll für die Gesellschaft. Nichts, schau mal, was macht mich wertvoll und interessant und auch attraktiv für andere Menschen und auch für Frauen? Nicht, dass ich die Uhr hab, das Auto hab, die Brille hab. Nicht das macht mich interessant und cool, sondern das, was ich getan habe, um das zu bekommen. Dass ich selber fit wurde und tausenden Menschen Fitness gezeigt habe. Dass ich selber vom Stotterer zum Redner wurde und vom normalen Typ zum selbstbewussten Typ und anderen Menschen gezeigt habe, wie sie das machen können. Das hat mich interessant gemacht. Dass ich Unternehmer geworden bin, das hat mich interessant und anziehend gemacht, magnetisch gemacht, charismatisch gemacht für andere Menschen. Nicht das, was ich habe, sondern das, was ich bin. Und wenn du nichts hast, ist es wahrscheinlich deswegen, weil du noch nichts bist. Du hast noch nichts gearbeitet, noch nichts gemacht, noch nichts gelernt, noch nichts gespart. Und ich weiß, es ist mal eine harte Ansage an dich, aber verdien Geld jetzt endlich, okay? Spar Geld, werd lieber interessant, körperlich, geistig, bau dich auf, anstatt nur das neueste Zara-Shirt zu kaufen, den neuesten Gucci-Gürtel, die neuesten Adidas Ultra Boosts, das neueste iPhone immer zu haben. Das ist nicht das, was dich cool macht. Glaub's mir bitte einfach. Und für alle über 18, hey, ihr könnt überall in einem Network Marketing einsteigen. Ihr könnt eine Selbstständigkeit aufmachen. Ihr könnt meine Online-Kurse machen, meine Business-Kurse. Ihr könnt beim Oskar Karem schauen, bei mir, beim Niki Taschew. Ihr könnt, ob ihr Volume X macht, ob ihr eine Agentur aufbaut, egal was, egal. Ihr könnt Business machen, Geld verdienen und eure Zeit statt in PlayStation oder in Party oder in irgendwelche Mädels oder so reinzustecken die ganze Zeit oder für Mädels in Typen, dauernd von Typen nachzurennen. Ja? Also wenn meine Tochter 15, 16, 17 ist, dann tut die nicht an verschiedene Pimmels rumsaugen den ganzen Tag, ja? Sondern dann arbeitet die an sich selber. Und meine Söhne, die sind nicht mit 15, 16, 17, 18 nur Muschi-Schnüffler den ganzen Tag. Schön so Schnüffler, so wie so Schnüffelhunde, den ganzen Tag rumrennen, wie so Volltrottel. Nee. Die bauen was auf. Die hustlen, die arbeiten, die bauen ihr Körper, ihr Geist, ihr Business auf und die strengen sich an. Und alle, die schon weiter sind, skaliert euer Business. Aber für mich ist Pleite sein ein charakterlicher Fehler. Das ist eine Charakterschwäche. Das ist eine Know-how-Schwäche. Das ist von den Eltern aus eine Schwäche. Das ist einfach nur mega stumpf. Das heißt, geht raus, verdient Geld. Und ich will nie wieder einen hören sagen, oh, er kann sich ein Ticket zum Event von mir nicht leisten. Also, Leute, setz mal die Prioritäten. Sag mal irgendwelchen anderen Schrott ab. Komm zum Business-Event. Schau dir die Live-Calls an. Sei einfach dabei. Und mach was aus deinem Leben, weil ansonsten ist es verschwendet. Also Leute, ich habe mich jetzt 3, 4, 5 Mal wiederholt, aber einfach, dass es mal sitzt. Und haut's rein, checkt die Links unten ab. Bis dann.